Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff hat sich an der Stuhlindustrie einen Namen gemacht. Präpariert Metallkonstruktionen, Trappe, Glänneren und Lokation von mobilen Kranen mit bis zu 200 Tonnen auch für privat. 80 Jahre Entreprise Jacques Streff, Sohn Artisanal Gadascheier zu Deferding. Das geht in diesem Monat mit der Legende Buckle zu Bechnisch. Viele Piloten haben sich für diesen Kurs angemeldet. Die ersten Etappen waren noch rund um Bechnisch, ihre dann an der Gegend von Stumau gegangen. Oves also gut ein WP bis auf Lützebäuer Grenzgänge, nehmen 2 Kilometer von Harale weg. Den Invité dieses Jahr war der Estländer Marco Mertin. Von 1997 bis 2005 als 10. Rallye WM gefahren. An der Belge hat ihn aber noch nie in einem Rallye teilgeholt. Trotzdem als er noch feier Spezialen hier an der Spitze. Start an der Rallye hat den Yves Mandorm am Porsche, zweiten Feuer WP. Der Ramon Altirion wohnt an der Legion von Bastisch, profitiert sicher ein bisschen davon an, aber bringt es gut fertig, wenn man zum Ascona bis auf die dritte Platz zu kommen. Auf der Position 4 ist zurzeit der Bernhard Münstermann am Porsche. Am 5. den Engländer Tim Percy beim VD Escort. Stefan Lefebvre, ein Pilot, der zurzeit gut an der Rallye-WM NRW ist, als man Visa mit Pist nach technischen Problemen ausgefallen. Der Freddy Wax wird auch müsste ganz frei abhalten. Hier gibt es Probleme mit Motto und Maskone. Der Cédric Chérin hin als man zu ihm vor der Escort von der Straße aufkommen. Letztes Equipage, alle Kriddel der Nack, hat man Porsche frei erwischt. Die Schrauben im Kardor vom Auto haben sich gelöst und ein paar hundert Meter war der Rallye für sie schon fertig. Mit ein bisschen mehr ausgefallenen Autos waren am Start einmal die Gregor de Mevius mit diesem Nissan 240. Und der Bruno Thierry hin als man einen Datsun in den Park gegangen. Und hier am Bild, der Renault bereit, man vor das Kort. Nur der Etappe 8 von Bosco-Leu feiert man immer den Marco Mertin der Rallye um. Der Bernhard Münster hat sich aber schon bis auf die zweite Platz noch hier gekämpft.
Dritten aus dem Yves Matton. Und vierten de Jean-Pierre Vandewoof am Anantia Beta. Und de Bruno Thierry hin als noch 8 speziell in der 5. Klassement beim Dazu. An den letzten feuren Nutzsektoren hat sich noch ein bisschen geändert. Der Berner Münster überholt spitzt von der Kurs. Der Marco Mertin fällt auf die zweite Platz zurück. Hannen Druck kommen von der Wauw auf Platz 3, Thierry feierten am Motor 5. Sonntag sind noch 6 Etappe-Spezialen zuvor gewischt. Der größte Teil auf Schotter an den Büscher rund um Berthier aus Saint-Hubert. Ein harter Brocken hat auf Piloten und auf die Auto gewährt. Man wieder hat mir 2016 keine Chance, während die in 2D hat es nicht aufgehalten mit Tränen. Es kaufen wie immer zwei Kategorien, die schnell hatten einen Moment von 80 km/h zu respektieren. Und dann kauft auch noch Classics, wo 60 den Durchschnitt an der RTR werden. Heute gewinnt den Equipage der Flandre Lienne mit Porsche 911. Hannendrun kommen Reuter van de Wurst mit Porsche 914
am dritten Team Maxia Reklom mit einem BMW 2800 CS. An der 14. Spezial wird Bruno Thierry abgehen, weil die Probleme mit der Bock und dazu gehen. Für die Flotte auf verrenten Edition 2016 aufzuschließen, guckt man nach, wie alles an Top 10 gepackt wird. Zehnten geht der Gino Kenis mit einem BMW 2002. Auf den 9. Platz aus der Renault Verreit mit einem Koch kommt. Achten geht der François Despert mit einem Porsche. Wie das sicherlich gemerkt wird, ganz viel Porsche an das Koch der Wernheim um die Paar. Den Edouard Mondro mit Porsche, als sechsten der Frédéric Capras mit einem Ford Escort. Gut Klassement möchte den Engländer Tim Percy, fünften auch mit einem Escort. Den Yves Martin und Daniel Elena verpassen just das Podium und gehen die Feier. Jean-Pierre Vandewover mit dem Lancia bringt immer ein Pferdisch ohne größere Probleme auf ein Arrivé zu kommen. 2012 konnte er sogar diese Rallye gewinnen. Das Jahr heute zu Bachnisch geht den Ex-Lehrten dritten am Klassement General. Jean-Pierre.
et nous on est des vrais amateurs. Et sans mettre 10 personnes qui me donnent des coups de main toute l'année, ben je ne sais pas. Ex-pilote de motocross, ancien pilote d'année, également sur la route de unterspitzt, also im Sommer des Schnöppen als viel geschieht. Der Marco Mertin bleibt auf der zweiten Platz. Er gewonnen heute Berner Münster. Dem Berner sein Co-Pilotin war sein Freund André Hansen, war das letzte Mal gekannt. Mesdames, Messieurs, Messieurs, vainqueurs des Legion Boucles à Boston 2016, Bernard Master et André Hansen. Vous savez qu'il y a des scènes de ménage de ce type. Wir wollten vom André wissen, wie der Rallye verlaufen ist und ob es nicht so hart war für die alle Autos. Super, die Autos sind dafür gemäht. Den Auto könnte als Islafing ein Safari, den hast du gefahren. Also hast du wirklich für so ein Terrain gemäht. Und ich meine sowieso Porsche, alle. Kann nicht für die nein, nein, nein. Aber den Terrain ist der schwierige Luft für. Den Terrain ist wie der Rock historik in England. Das ist leider so, dass Schotter von Anfang bis Ende sind. Natürlich ein paar spezielle Etappen, wo auch Asphalt dazwischen ja. Gibt. Mit das wirklich wie der Rock. Ja. Traditionell möchte der Rallye Haspengo im Februar die Ouverture vom Deutschen Rallye-Championat. Bei dieser ersten Marsch gibt den Zuschauern noch ein flottes Plateau geboten. Ein oder den anderen Pilot geht auch in den Start mit einem anderen Auto wie 2015. So ist zum Beispiel der Wasserwehr Schuren auf der Skoda Fabia R5 umgesiedelt. Und der Cédric Gérard ist nicht mehr mit Citroën NRW, sondern mit einem Ford Fiesta R5. Erstes Auto auf der Strecke, der Champion von 2015 Freddy Lux. Noch ein paar Etappen waren nicht der Freddy und der Spitz vom Rallye. Wohl war der Chris Prinzipier mit Peugeot 208 oder der Chris van Bünzel mit Mitsubishi Lancer WRC. Auch wie auf all Rallye, gibt es natürlich auch Auswahl. Am Bild der Philippe Stevenin, ihr könnt an der WP1 von der Stoße. Der Cédric Gérard rappt sich an der drittletzten Spezialtreff vom Fiesta weg und noch für ihn war der Rallye Dun River. Auch der Jordan Cerveridis wurde nicht gepackt bis auf der Rive. An der WP2 hat ihn ein heftig Softie. Das Mann von diesem Haspengo Rallye 2016 gesagt folgendermaßen aus. Auf der 5. Platz von Martin Eichen Ausländer, der Bob de Jong mit dem Citroën DS3. Der Messer der Schirren geht der 4. mit seinem neuen Skoda Fabia R5. Thank you.
Trotz Probleme mit der Kupplung und Mitsubishi wurde Christian Wünsel auf der Rivier geparkt. Hier geht den dritten. Auf die zweite Platz kommt der Lokalmatador Chris Pinsen mit Peugeot 208. Pinsen! Positief zijn, dames en heren, Pinsen en Peter Kaspers. Onder je applaus en de trofee en de champagne. Al met een ganz knappe viersprong gewint de Freddy Lux haar koers te landen 2016. En Johan Witsert op de Skoda, vierde keer, heen dan met de... Wel de mede Fischat, en die type, de Fischat zat in die type, voilà. Ja. Verder gaat het met de Boekle Clavier Oise, de eerste rally uit het Asaf-championaat. Nog 11 specialen hoort de Michael Albert met Evan Eng ganz klar de rally gewonnen. Tweede met een rückstand van 2 minuten na 45 seconden gaat de Xavier Busch met Herz auf die Wurzel. Also een Verbremser hilft natuurlijk niet ganz veel nog dabei zu sein. Subaru-Pilot David Grandorsch, den das Kurs für 2 Jahre gewonnen hat, geht den dritten. Zu bemerken ist auch noch die gute Performance von Vincent Cornet, 7. mit allen Oblast Kuhn Respekt. Den 22. Mai 2004 hat die KW Tüttelbier zu Rodosch auf der Maus ein Slalom organisiert. Insgesamt stehen während dem Weekend Feierkursen im Programm, 2 Samstags, 2 Sonntags. An der ersten von den Feierkursen gibt Guy Lucius 3. Klassement General, Steve Heusbusch 2. und Wenker Guy Demuth. Glück am Mann, Glück hat Joel Wildchen, dass bei diesem Accident mehr geschieht ist. Und hier am Bild Guy Demuth, der Wenker von der ersten Kurs. Das
Die zweite Kurs als ähnlich Ausgang wie die erste. Erst nur um die Guy Demuth, das war die Guy Lucius II. Am dritten die Gilles Bruckner um Ford Fiesta. Mittags kommt der richtige Schloss mit der dritten Kurs vom Weekend. Hier am Bild ein deutscher Norbert Krämer, eng von Überraschung von diesem Weekend. An dieser dritten Kurs kauft Gilles Bruckner mit seinem Ford Fiesta der dritten im Klassement General, auf Wenke in der Kategorie 1 bis 1600 Kubik. Zweiten am Klassement General kauft die Demuth und BMW M3. Auf Wenker den Arno Kiefer mit einer Voss von 21 Hundertstel auf die Demuth. Dann noch schon an die letzte und an den feierten Kurs. Beim Bild der Norbert Krämer, er gewinnt an dieser feierten Kurs der Gruppe Ali auf seinem Opel Kadett GTE. Bei den 1600er hat das der Steve Heuschbus News für. Ich gehe auf Belohnung mit einem guten dritten Platz am Klassement General, trotz diesem Hitchen. Am Bild macht Kaiser einen Rallye-Stil. Zweite Gäufte geht Demuth um BMW M3 und Remenka Wenker wie schon an der dritten Kurs den Arno Kiefer und Martini MK59. Zum Schluss gibt es noch ein Klassement gemacht, für die beste von den 8 gefallenen Marschen gezählt hat. Er hat vollständig ausgesehen: 3. Gilles Bruckner am Ford Fiesta, 2. Guy Demuth mit dem BMW M3, auf Wenker den Arno Kiefer mit Martini MK59. Damit ist Arno Kiefer dann der offizielle Gewinner vom Slalom von Rübisch von 2004 mit einer Voss von 42 Hundertstel auf den Guy Demuth. Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff hat sich an der Stahlindustrie ein Numm gemacht. Präpariert Metallkonstruktionen, Trappen, Glänneren und Lokation von mobilen Kranen mit bis zu 200 Tonnen auch für privat. 80 Jahre Entreprise Jacques Streff, so ein artisanal Gaderscheier zu dir verdienen.